Ja, Leute, willkommen zum weiteren Part von Let's Play Super Mario Maker 2, gemeinsam im Kino. Was geht? Ja, ist jetzt schon der dritte Anlauf. Beim ersten habe ich geschielt und beim zweiten war das Level scheiße an der Stelle. Es war geil. Ja, du fandest es geil, ich fand es nicht. Long Jump, oh Gott. Solange bitte keine unsichtbaren Blöcke oder so dabei sind, ist mir alles okay. Davon hatten wir heute schon genug. Mhm. Ja, ich. Achso, mein Controller ist ausgegangen, nice. Ich hab mich gerade gewundert, warum der Bildschirm dunkel wird. Oh lol, wie geil. Na, das geht noch nicht, du musst warten. Ja, okay, nee, ich war gerade verwirrt allgemein. Mein Controller ist... Aber ich das hinkriege? Du musst dich darüber bouncen lassen, oder? Ja, wie geil ist das denn? Hab ich ja noch nie gesehen. Warte. Oder, da ist eine Tür. Ich weiß halt nicht, wo die hinführt. Hab's geschafft. Nein, aber da kommt's auch ein zweites Mal und ein drittes Mal auch. Das war doch zu erwarten. Ja, aber den ersten habe ich nicht geschafft. Den ersten habe ich geschafft und den zweiten nicht mehr. Gar nicht so schwierig. Du musst dich ducken. Ach, auch noch. Beziehungsweise, du da springst du mit B? Ja. Nein, nur ZR drücken. Nur ZR drücken. Ach so. Ja. 5, 6, 7, 8. Nein! Warum bin ich am 8. hängen geblieben mit dem Schlüssel? Mann! Aber so geht's, okay. Du darfst nicht B drücken, du musst nur ZR drücken, dann klappt das, weil sonst springst du eben zu hoch. Diese Feuerbiester da jetzt, die gehen mir am Nerv. Ja, die regen richtig auf. Na dann gib den B-Stich. Die Sounds höre ich gerne. Bist doch durch? Der letzte, ey. Der letzte? Genau da, wo du aufgeregt bist. Ah, verdammt, jetzt sind die Biester wieder da. Die biestigen Biester. Ja, so in etwa. Bringt nichts, das sind ja die Feuervier. Und du hast den Schlüssel jetzt auch nicht. Wobei, okay, du hast es irgendwie fast überlebt. Was ist eigentlich in der Tür jetzt drin gewesen? Ja, brauchst du nicht reingehen. Okay. Zeitverschwendung. Gut. My try. Try it, bitch. Was? Och komm! Da kam eine Katzenglocke und ich habe keinen Plan warum. Das ist also nicht möglich. Scheiße, das ist nicht möglich dann. Kino. Was? Das ist dann nicht möglich. Was ist nicht möglich? Das Level. Da kommt dann eine Katzenglocke. Ja, dann nimm dir doch die. Ja, aber das Problem ist halt, normalerweise wird die Animation mit dem Steinblock stoppen, weil wir online spielen, läuft die weiter. Sprich, du bist darunter eingequetscht und fliegst auf alle Fälle in die Lava. Okay. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Ich kann es zwar nochmal probieren, aber... Außer wenn dieses Feuerbiester kommt, da ist was anderes. Nee, ich glaube, das ist nicht machbar. Du kannst es selbst auch probieren, aber ich glaube, spätestens bei der Katzenglocke ist Schluss. Brauchst du denn die Katzenglocke? Fangen wir da an. Die musst du automatisch einsetzen. Die liegt auf dem Ding, auf dem Weg. Ah, jetzt bist du wieder gestorben. Ah, fuck, was mache ich da jetzt? Was war das denn? Ja, ich bin zu früh. Ich bin zu früh losgelaufen. Ich hoffe, dass du jetzt weit kommst. Verdammt, du bist mir so spät. Ah, ich auch wieder an der 4. Aber ist vielleicht da in den Blöcken irgendwie schon Katzenglocke drin? Nee, oder? Nee. Nein, was war das denn jetzt wieder, Alter? Ja, das glaube ich. Du hast gerade den Guxer-Move gemacht, wie ich. Oder besser gesagt, den Nemato-Move mittlerweile. Nee, weil der Guxer-Move bleibt der Guxer-Move. Wollte gerade sagen, Guxer-Move klingt viel geiler. Der Mado-Move klingt richtig kacke. Haben wir noch nicht entdeckt. Tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Ne, nee, wieso? Wieso? Deswegen nenne ich es jetzt auch wieder Guxer-Move. Alles gut. Ah, ja, schon wieder. Ich habe gedruckt, Alter. Ja, das kenne ich gut, das Gefühl. Meine, wo sind die Feuerviecher, Alter? Ja, da ist direkt auf dem Weg eben diese Katzenglocke und da hast du normalerweise die Animation, aber die ist nicht da. Hast du mir zugeguckt? Nein. Hast du es auch nicht gesehen, aber ich glaube, das müssen wir beenden. Also das müssen wir aufgeben. Ja, lauf.
Ich hoffe, dass du es jetzt endlich bis zur Katzenkugel schaffst, damit du es selbst siehst. Bezweifle es zwar, aber ich kann es versuchen und ich... Immer am gleichen, ne? Ja, dann schau. Da, wo der Eisblock ist, aha. Ja, und da ist die Katze gegönnt. Und da würde normalerweise eine Animation kommen, wie du die gerade aufsammelst. Da wird alles stillstehen. Tut's aber im Online-Mode nicht. Ja. Kannst du dir selbst bei mir kurz gucken. Ja, da. Das klappt nicht. Okay. Kannst du da auf dem Block, wo du da bist, nicht einfach warten? Nee, nee, da bist du zu schnell. Da hast du noch den Speed mit. Es geht leider nicht. Ah, also beendest du die Folge jetzt schon wieder? Nee, nee, aber das Level war gut. Das Level war gut, mal ausnahmsweise. Das war eine geile Idee, sowas hatten wir noch nie. Ich könnte mich nicht erinnern, dass wir mal ein Longjump-Level nur so hatten. Du? Nee, ich oder? Ich würde das jetzt auch nicht Longjump nennen. Naja, eigentlich schon, durch den Speed ist es ein Longjump. Egal, nächstes Level, also, let's go. Ich finde, es ist weder ein Jump, weil du wirst halt wirklich gepusht. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Sprung zu tun. Du konntest ja auf dem Boden stehen und der würde dich so pushen. Deswegen wurden wir immer gekillt. Da, dein Familiar Flame Bars, weil du immer so flammende Ziege vor oder so gesagt hast. Hä? Ja. Hast du jetzt eine Ziege hier erwartet oder was? Nee, das erinnert mich gerade stark an irgendwie an so ein Standard-Bowser-Level vom wirklichen Spiel. Wenn es das nicht sogar ist. Weißt du, wie viele Remakes hier von richtigen Spielen, also von richtigen Mario-Spielen hier da ist ein Loch sind. Aufgepasst. Hab ich gesehen. Kann ja sein. Übrigens, da hinten kommt Bowser, ne? Ui! Jawohl! Ja, nee, okay, ist nix. Also sowas gab's im Original nicht. Schon wieder. Schreiten sie voll an! Was kommt da raus? Feuerbälle. Ich hab's gern für dich getestet. Ich war das Beta-Testing. Das war ja mal wieder super. Das war der 100er Move. Aber sowas von, wo bist du? Ich bin weitergegangen. Warte mal, war da ein Checkpoint? Ja, hast du den etwa nicht eingesammelt? Mir ist er nicht angezeigt worden. Fuck, dann muss ich da... Achso, stimmt, den habe ich nicht eingesammelt. Gut, dann hole ich mir den kurz mal. Du hast dir den nicht eingesammelt? Irgendwie nicht. Entweder war ich zu geflasht oder I don't know. Meine Ziege, ey! War denn der nochmal? Achso, hä? Achso, okay, habe ich ihn doch eingesammelt. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich wollte gerade sagen, du standest da doch. Du hättest den doch eingesammelt haben müssen. Irgendwie ist er gerade bei mir am Anfang, oder ich habe einfach weitergescrollt versehentlich ganz schnell. Aus der Röhre kam auch ein Feuerball, fuck. Ja. Willst du dich hier von jedem Feuerball treffen lassen? Irgendwie schon gerade, ja. Alter, nicht dein Ernst! Ey! Das so stimmt, ja. Mann, ey. Wir standen uns beide gerade richtig im Weg und keiner von uns ist nur einen Schritt vorangekommen. Ja, irgendwie gerade nicht. Warte mal. Oh, das ist dumm, oder? Ja, das ist sehr dumm. Achso, stimmt, ja. Du hast ja auch so ein Ding. Deswegen hast du ihn ja gedrückt. Ja. Meine Fresse, Alter. Ja, wir haben uns gerade gegenseitig absolut behindert. Feuerball oder das Ding? Lol, ich hab schon vergessen, wo alle gestorben sind. Das ist ja super. Okay. Nein! Du musst zurück, du musst zurück, du musst zurück, weil sonst erwischst du dich. Oh. Ich dachte, ich würde den Jump über das Ding überleben, aber hab's nicht überlebt. Okay, das ist auch wieder ein geiles Hindernis eigentlich. Könnten zwar auch wieder schummeln, aber naja. Stimmt, eigentlich. Du auch wieder. Ich vergesse jetzt mal diesen fucking Feuerball. Wirklich, ich vergesse den eigentlich nie. Ich hab nur gerade gedacht, er war schon gerade da und hat dich geklatscht, dann kommt er bestimmt nicht nochmal. Ja. Du siehst, nee. Und wie du siehst, siehst du nichts. So, und jetzt kurz hier warten. Ist aktiviert. Achso, ist gestorben. Ich wollte gerade den Weg einfach nur freimachen. Gut. Achso, nee, jetzt geht's nochmal. Mann, jetzt ist uns wieder den Ding. Alter, warum?
gesehen? Natürlich habe ich das gesehen. Es ist doch ein Joke schlechten Grades. So muss es sein. Wieso habe ich diese Säule jetzt nicht gesehen? Neustadt? Achso, wegen der Zeit. Alter, es sind wieder so geile Sachen, die hier kommen, aber wir sind einfach wieder zu dumm dafür. Ich finde es so schön, seitdem wir deine Folge aufnehmen, haben wir noch kein Level geschafft. Ja, wir haben den Skill schon komplett bei dir raushängen lassen, deswegen nehmen wir für dich immer zuerst auf. Das ist ein Ritual, was wir schon lange haben, oder? Das wird zuerst für dich aufgenommen. Also früher haben wir immer für dich als erstes aufgenommen. Dass wir bei mir jetzt starten als erstes, ist neu. Könnte ich mich nicht erinnern, dass es... Aber auch erst die letzten Male war das so, dass wir mit mir angefangen sind, aber früher haben wir immer mit dir angefangen. Das weiß ich noch. Ja, ganz am Anfang vielleicht und ich bin schon wieder gestorben. Achso, warte doch auf den Scheiß-Check. Wo soll ich denn herriechen, dass du stirbst, ne? Ich dachte, du wärst doch hier auf der Lava. Doch, da war ich schon längst auf der Lava. Mittlerweile haben wir den Bogen raus. So. Ich hätte gern Pfeil und Bogen. In der Mitte war... Bei dem blauen hättest du... Ja, egal. Das kannst ja nachkommen. Mach ich. Oh, scheiße, das muss ich nochmal hier drücken. Ach, dieser man kann aber auch nur so schwer abbremsen mit dem Teil, wenn man zu schnell unterwegs ist. Ich bin mit dem Teil ja nicht mal schnell unterwegs, das Teil ist richtig langsam. Achso, warte, jetzt muss ich wieder warten auf dich. Sonst, bist du schon durch? Warte. Egal, ich bin schon... Nein! Doch. Ach, Ziege. Da ist doch dein Panzer. Ja, Backup. Schlechtes Backup, absolut schlechtes Backup und absolut dumme Aktion von mir. Na gut. Nicht schon wieder! Ich vergesse es jedes Mal. Achso, ja. Glaub mir hier nicht meinen Kuba. Ja, ich habe hab dich gerade nicht gesehen bei der grünen Röhre. Ja, ich hab den Knochen trocken geklatscht. Meinen guten Freund. Den Knochen von trocken. Lauf durch, nice. Mitte warten. Und jetzt spring hoch da. Oh. Ey. Sorry. Stimmt ja, da bleibt dir gar nicht... Das hat mich jetzt so abgelenkt, dass ich es nicht gedrückt habe. Ja. Hab's aber. Gut. So, und dieses Mal nicht den gleichen Fehler machen wie davor. Darf ich erfahren, wie? Achso. Eigentlich nicht. Du musst aus der Stelle raus. Ja. Nee, muss man nicht, weil da braucht man wieder eine. Oh, man muss mit der Stelle hoch. Ach, gut, dann hole ich sie mir nochmal. Das heißt, man muss das echt einfach mit Anlauf probieren. Oh Gott. Ja, mit Anlauf geht das. Das heißt, du musst es wirklich komplett durchgehend so schaffen. Aber jetzt, glaube ich, ja, jetzt musst du los. Nur für dieses eine letzte Hindernis. Aber es geht mit Feuerbällen weiter. Bitte sag jetzt nicht, dass da... Okay, nächste Röhre. Hier ist Bowser. Hab's. Normaler Bowser-Kampf. Also zumindest in der Version. Gut, haben wir das auch geschafft. By the way, wie war das mit dem noch kein Level geschafft? Ja, als ich das gesagt habe, hatten wir auch noch kein Level geschafft. Ja, jetzt haben wir es zum Glück geändert. Gut, ein Level geht dann trotzdem noch. Also, let's go. Nochmal ein gutes zum Abschluss. Ich weiß, meine Wünsche sind da sehr hochgesetzt. Ach. Ich hab noch Hunger. Könnten wir Schnitzel machen? Hast du noch immer nicht bestellt? Nö. Ja, dann bestellst du nachher, hätte ich mal gesagt.
Ja, muss ich ja wohl noch. Sky High hieß das Level übrigens. Ja, das ist wahrscheinlich der Tanuki drin. Ja, Feder halt, ist halt nicht ganz Tanuki. Also, ja, stell du dich erstmal rauf, dann, wenn du die Feder hast. Alter, ich will die ganze Zeit die scheiß Feder haben. Du stehst links da rechts, von links da rechts. Was? Oh Gott! ja, du musst den Schalter oben dann drücken. Den Landlauf schaffst du schon. Die Bahn ist lang genug. Wow! Jetzt bin ich tot dafür. Aber egal, du hast es geschafft, so. Boah, bei dem Wind wäre ich schon lang verreckt. Du hast den Cooper gerade mit, das war lustig. Zum Wahnsinn, so. Muss ich drücken oder muss ich nicht? Ich weiß es nicht, ich hätte es dir nicht sagen können. Du hättest ihn drücken müssen, aber du hattest Glück gerade. Alter. Okay, merken wir uns schon mal. Ich glaube, jeden Schalter, der in der Nähe ist, sollten wir drücken. Einmal. Och ne. Schaffst du, komm. Schaffst du. Du bist gut. Nicht drücken. Siehst du? Geht doch. Ja, second try, ne? Mhm. Hätte ich vielleicht auch geschafft, wenn mir nicht den Boden vorher weggezogen hättest unter den Füßen. Achso, hab ich das? Ja, leider schon. Nach der ersten Passage gleich direkt. Da waren nämlich die blauen Plattformen, die hast du wieder leer weggemacht. Ja gut, ich würde sagen, wie war's mit der heutigen Folge dann. Und das klingt hervorragend. Ja, du kannst sie erstmal bestellen, hätte ich gesagt. Ja, ich guck gerade mal. Gut, dann Leute, bis zum nächsten Part. Wir sagen euch beim nächsten Mal, was Kino gefuttert hat. Bis dahin, ciao Leute. Ciao.